Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu. Ich glaube, der mittlerweile schon 15. oder so. Müsste ich doch mal schauen. So, jetzt schauen wir mal, wie es mit BT und uns weitergeht. Ich glaube, der hat uns hier das Leben gerettet. Wir sind ja hier, haben uns die Lade gesichert und dann sind wir abgestürzt und der hat sich halt über uns gelegt, damit wir nicht sterben. Ich hoffe, ihr lebt noch oder ihr ist nicht kaputt, besser gesagt, aber das schauen wir uns jetzt an. Blisk, Ihre Probleme interessieren mich nicht. Sobald Sie die Lade geliefert haben, wird Ihr Honorar wie vereinbart von der IMC überwiesen. Halten Sie einfach mein Geld bereit. Ich bringe Ihnen Ihre wertvolle Fracht, Sie nutzloser Idiot. Hey, Titan! Mach endlich auf und gib mir, was ich will! Sprachbefehl nicht erkannt. Ich reiß es einfach aus. Ist zu riskant. Die Lade ist instabil. Hör zu, du Held. Du hast was, das mir gehört. Und das will ich wiederhaben. Los! Sag deinem Titan, er soll das Cockpit öffnen. Vergiss es! BT, mach die Luke auf, wenn der Kerl tot ist. Sie spielen immer noch den Held, was? Dieser Vertrag bedeutet eine Menge Kohle für mich, mein Freund. Sagen Sie Ihrem Titan, wenn er nicht aufmacht, jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Pilot in Gefahr. Okularsysteme. Marginal. Kann Pilot visuell nicht erfassen. Hoch mit ihm! Siehst du ihn jetzt? Genau hier, genau hier! Ja? Siehst du ihn jetzt? Funktionen gestört durch schweren Aufprallschaden. Mir ist scheißegal, wie kaputt du bist. Ich weiß ganz tief drin, funktionieren noch ein paar Dinge. Mach endlich auf! Oder ich jage deinem Piloten eine Kugel in den Kopf. An Zahlen erinnerst du dich noch, oder? Ich zähle jetzt bis drei. Eins. Zwei. Drei. Mei, wo machst du denn auf? Und? War das jetzt so schwer? Tja, das ist das Problem mit Teams. Du gewinnst gemeinsam oder du stirbst gemeinsam. Komm weg, Penner! Alter, das Gehirn weggeschossen oder was? Oh! Netter Versuch! Gute Nacht! Hey, schaffen Sie die Lade hier weg, wir haben keine Zeit mehr! Okay, ich glaube, das war's mit BT. Ja, das denke ich mir. Aber Sie können es. Nehmen Sie das Zielkit. Es ist Ihre beste Chance zu überleben. Okay. Tole. Messer. Pistole und Messer, okay. Und seine Energiezelle anscheinend. Okay, wo muss ich jetzt hier hin? Ah, er muss halten. An alle Rufzeichen, Feuer frei. Können Sie das Signal aus? Ich habe etwas, aber es ist schwach. Ich kann es nicht bestätigen.
Commander Briggs, ich empfange einen Datenkern. Das Signal ist wach. Alter, was ist das für ein Knarre, ey? Signal verstärken, ich muss sie erreichen. Commander Briggs, ich habe Coopers Position. Er hat Beatys Datenkern entfernt. Er muss das Schild getan. Alter, was ist das für ein Knarre, Mensch? Cooper, wie ist euer Status? Cooper, bitte kommen, over. Wir sind unsere einzige Chance, das Blatt zu wenden. Unsere Flotte nähert sich der Feindwaffe. Wir kommen. Noch ist es nicht vorbei. Alter, das ist für eine Knarre, Mensch. Die Richtung stimmt. Halten Sie den Kurs. Die Flugabwehr ist rund um die Feindwaffe besonders stark. Wir haben Probleme, Truppen auf den Boden zu bringen und die Zeit läuft uns davon. Alter, was ist das für eine Knarre? Egal. Einen letzten Vanguard auf Lager. Entferne den Datenkern und bereite ihn für den Titanfall vor. Oh nö! Titan befreit? Wir Titan stehen bereit, Cooper! Bereit machen für Titanfall! FS-1041, der sieht aber aus wie BT eigentlich. Ich glaube, wenn ich mir jetzt die Brennstoffzelle gebe, ist es vom BT die Zelle. Hallo, Jack. Ah, jetzt sind wir schon Jack. Okay. BT, okay, ist wieder da. Freut mich, dich in einem Stück wieder zu haben, BT. In 25.000 Stücken, um genau zu sein. BT-7274 ist online und kampfbereit. What? Zeit, unsere Mission abzuschließen. Geh mal schnell mal über den Minigun oben rauf. Geil. Ja. Cooper, ich greife die IMC mit allem an, was wir haben. Aber das wird nicht reichen, um die Faltwaffe zu stoppen. Sie müssen in ihren Kontrollraum. Commander Briggs an alle Gefechtsstationen. Unterstützungsfeuer für Cooper und BT. Geben Sie ihnen Deckung. Verstanden. Wird gemacht. Auf den Hügel, Cooper. Wir geben ihnen Feuerschutz. Das ist ein Smart-System. Smart-System aktiviert.
Glückstreffer. Aktiviere Feuersystem. Wieder erfasst, Feuer! Da oben nicht ran, oder was? Weiter, nicht schlapp machen! Vanguard in Sicht, fange ihn ab! Mehr drauf als das.
Okay. Wir orten Blisk und Sloan direkt vor Ihnen. Sie haben die Lade. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die IMC die Faltwaffe aktiviert. Wenn wir versagen, wird der Milizplanet Harmony zerstört. Läuft, würde ich sagen. An alle IMC-Mitarbeiter, General Marder hier. Die Söldner haben die Lade geliefert. Faltwaffe bereit machen. Initialisiere vorläufige Faltwaffenenergiesysteme. Aktiviere Zielerfassungsresponder. Zielkoordinaten Milizplanet Harmony. Initialisiere Zielerfassungssysteme Harmony. Koordinaten eingelesen. Muss ich machen? Hinten hin oder was? Hä? Muss ich das mit dem Ding machen? Mich auch. Nein, was mache ich denn? Wird auf das Kabel rauf? Hier ist aber nichts, oder? Oder hier lang? Ach, hier muss ich lang. Das war klar, dass der jetzt kommt. Gehen Sie jetzt. Ab jetzt übernehmen meine Truppen. Endlich unternehmen die mal was. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Sloan. Du bist kein Gegner. Den Job mache ich umsonst. Okay, dann schauen wir mal. Bitch. Dieser Mistkerl. Hier wird kein Held mehr kleiner, nur noch Hackfleisch. Jetzt so geladen. Phase 1 einleiten. System offline. Feindheiten zerstört. Dem Lasersystem entkommt zu nichts. Raumfaltungsprojektion. Sehr gute Nacht, du Mistkerl. Warnung, Pumpschaden festgestellt. Ja, ich weiß.
Kerl. Mach es lieber rein. Gewähre dir einen Heldentod. Hast du dir verdient. Das ist sehr frisch, hier, was? Sehen, wie du mit Reaper klarkommst. Kreuzwaffe mehr zum Stufe 4. Impuls bei 97%. Bitch! Injektorsystem, was für ein Injektorsystem? Die machen. Kein Plan, was ich machen muss. Pilotenmodus aktiv. Injektorsystem. Ach so. Vorbereitungssequenz abgeschlossen. Lade wird eingesetzt. Der Rückstoß des Injektors hat meine internen Systeme überlastet. Versuche, Okularsysteme wiederherzustellen. Okularsysteme reaktivieren. Der Analyse in Folge ist der Ruf die einzige Option. Warnung. Feindheiten geordnet. Oh, nicht schon wieder. Warnung. Feindheiten geordnet. Heute ist dein Glückstag, du Held. Ich werde dich nicht töten. Ich arbeite nicht umsonst. Aber du wirst mich auch nicht töten. Hier, hast du dir verdient. Blisk, dieser Vanguard-Titan ist immer noch da drin. Nicht mein Problem, Marder. Das hätte in meinem Vertrag stehen sollen. Ich muss mich mit Leuten treffen, die Geld haben. Werden. Zum Teufel soll das werden. Der Analyse zu folgen ist ein Wurf die einzige Option. Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Autonavigationssysteme sind offline. Bringen Sie mich zu der Injektoreinheit. Wir müssen das zusammen machen. Okay. BT, Cooper, unsere Teams am Boden schaffen es nicht rechtzeitig. Wir müssen die Faltwaffe von innen zerstören. Das ist der einzige Weg. Commander Briggs, ich denke, ich weiß eine Lösung. Explodierter Reaktor in der Lage sein, die Lade im Zentrum der Faltwaffe zu destabilisieren. Was meinen Sie? Wir können sprechen. Sende Koordinaten für ein Bombenschiff treffen. Koordinaten erhalten. Wir werden da sein, aber ich weiß nicht, wie Sie das schaffen wollen.
Das war optimiert. Ich habe es berechnet. Ich habe optimiert. Das will ich verdammt nochmal hoffen. Wir sind unterwegs. Viel Glück, euch beiden. Alter, geht's ab. Keine Angst, BT. Ich gehe nirgendwo hin. Verstanden, Pilot. Protokoll 3. Piloten beschützen. BT, was hast du vor? Vertrauen Sie mir. BT! WTF? Alter, springen den kompletten Planeten hier weg, oder was? Egal, guck dir das an. Pilot Cooper. Eine Menge Leute verdanken ihnen ihr Leben. Und BT. Butler, nimm Kurs auf Harmony. Bring uns nach Hause. Alles klar. Die Zerstörung von Typhon hat den Planeten Harmony gerettet. Die Miliz bezeichnet diesen Planeten als Hauptquartier, aber Millionen andere nennen ihn Heimat. Commander Briggs sagt, ich komme zum Marauder Corps und kriege einen neuen Typhon, nachdem die Techniker die letzten Spuren meiner Neuralverbindung mit BT entfernt haben. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird, einen neuen Typhon zu kriegen. Irgendwie mochte ich den alten. Großartige Leistung auf Typhon. Haben wir es durchgespielt? Jack Cooper, melde mich ab. Okay, Leute, wir haben es durch, würde ich sagen. War richtig geiler, ja, Singleplayer. Ob ich Multiplayer spiele, weiß ich noch nicht. Vielleicht hat ja mal der Herr Scheil Lust, der Herr Dimo, dass der vielleicht mal mitzocken tut oder so. Können wir vielleicht mal ein bisschen Multiplayer-Schlachten machen. Aber ich glaube, der schläft schon, der antwortet nicht mehr. Kleines Resümee, war wirklich ein cooles Spiel. Viel Action, coole Story auf jeden Fall. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, für 20 Euro damals kann man sich nicht beschweren. Okay, Leute, ich würde sagen, ich wubbel die Kamera jetzt mal weg und ihr schaut euch den Abspann noch an. Viel Spaß noch. Und wenn es euch natürlich gefallen, würde ich mich natürlich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. Dimo sagt gerade kein Game für mich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, noch viel Spaß mit dem Abspann. Ciao, ciao, euer Andi.